So, liebe Freunde, der nächste Winter kommt bestimmt und aus diesem Grunde haben wir für das Spezialgerät da, weil da haben wir ein bisschen was bucht inzwischen, wie ihr seht, die Scheiben sind wieder schön, die haben wir poliert, pipifein, und da haben wir eine Nummertafel drauf, die ist natürlich beleuchtet, das ist eh klar. Da bauen wir uns gerade eine klasse Rampe, individuell verstellbar, kann man in der Mitte auch hochstellen, genauso wie da am Ende. Und jetzt da probieren wir mal ganz kurz da durch. So. Das ist jetzt aber nur der Grundstock, da passiert noch einiges. Und noch Hindernisse drauf, damit man da richtig scheint. Ja, ist noch, noch ein bisschen instabil, weil die Versteifung noch nicht da ist. Wird aber passieren. So, ist gut. Wenn so was recht flexibel ist, dann ist man ein bisschen variabler, da kann man mehrere draus machen. So. So, spitzer darf es nicht mehr sein. Nicht mehr viel, weil sonst sitzt man auf. So, aber das funktioniert schon ganz gut. Jetzt können wir weiterarbeiten. Sehr gut. Gehen wir in den Park hin. So, wie wir gesagt haben, unmittelbar erweiterbar. Gehen wir gleich mal da hergehen. Die Steigerung von den ganzen. Mal schauen, was wir uns da unterhalten wollen. Ja, das schaut gut aus.
gut aus. So, da, jawohl. Das Ganze wird dann halt erst wirklich interessant, wenn es dann aufgestellt auch ist. Aber jetzt tun wir noch mal so ein bisschen. So, dass wir halt so rechts wie möglich auffahren, dass wir das Hintergesteuer aufkriegen, wo es hingehört. So, ja, also in Wirklichkeit waren wir jetzt angestürzt, weil man halt die Kamera reingeschaut hat, angestürzt aufs Gerät. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir haben eine weitere Erweiterung, wie man so schön sagt. Jetzt schauen wir mal, was wir da aufbauen. Das ist jetzt schon ordentlich steil. Müssen wir ein Quattro einschalten. Also nein, das ist offenbar ein bisschen zu viel. Über die hintere Stufen nicht drüber. Boah, jetzt ist halt schon wirklich steuer. So, wir sind jetzt aber da. Noch einmal ein bisschen nach oben gehen. So. Jetzt geht noch mal um einen Grundversuch. Ups, die Spannung halt nicht so richtig. So, jetzt werden wir es wieder probieren. Diesmal mit der Seilwinde. Oh jawohl, schön. Perfekt ist es gegangen. Sensationell. So. Oh weh, das fühlt auch mal miteinander weg jetzt. So, probieren wir aber gleich nochmal. Mal stehen bleiben ist nicht da. Ja, jetzt funktioniert es. So. Und jetzt da weh. Ist ein bisschen noch schwieriger, wenn sie das Teil nämlich ein bisschen bewegt. So. So, und Schluss für heute.